Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um ein kleines Tutorial zu Kingdom Hearts. Und zwar, wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr denn schnell am Anfang leveln, zumindest relativ schnell, dann gibt es dafür einen kurzen und einfachen Trick. Und zwar müsst ihr nur gegen Waka kämpfen. Denn der Gute ist ein, ja, richtiger Erfahrungsgenerator. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, seine Bälle zu kontern. Wichtig dabei ist, ihr dürft nicht zu nah bei ihm stehen. Zum Beispiel so. Jetzt macht er solche Krüppelbewegungen. Dann müsst ihr ihn einfach mal werfen lassen bei den Krüppelbewegungen. Dann sollte er wieder normal weiterwerfen. Na gut, dann macht er sein Special. Der gibt sogar 2 Erfahrungspunkte. Aber wenn ihr zu nah steht, dann erwischt ihr ihn und er ist verwirrt. Und darum geht es bei diesem Trick nicht. Es geht darum, dass ihr ein bisschen mehr Abstand einhaltet und einfach nur die Bälle kontert. Denn für jeden erfolgreichen Ball erhaltet ihr einen Erfahrungspunkt. Ja, und was mich am meisten dabei nervt ist, manchmal macht er, wow, solche Krüppelbewegungen, wo er dann so krüppelig zu euch herkommt. Na komm jetzt, Waka. Lass uns ein bisschen trainieren. Was ich auch gerne mache, dass ich eher springe und dann angreife. Denn ihr habt ja gerade gesehen, dass Sora so einen hässlichen Stoßangriff gemacht hat. Der bringt mir natürlich nichts bei diesen Bällen. Aber in der Luft geht das eigentlich recht gut. Also wenn man sieht, dass er springt, wenn man sieht, dass er wirft, einfach kurz davor springen und dann draufschlagen. Nur solltet ihr vielleicht bei seinem Special-Angriff entweder ausweichen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Oder aber einfach ein bisschen besser sein. Ja, ich mache das jetzt auch gerade einfach nur kurz, ohne Training, recht spontan. Man will ja den anderen auch was beweisen, ne? Ihr könnt ihn ja währenddessen auch immer ein bisschen verkloppen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, so kriegt man am Anfang doch relativ schnell Erfahrungspunkte. Deswegen mache ich jetzt noch dieses Level fertig. Na komm, Waka. Komm. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. 30 oder 33 Erfahrungspunkte brauchte ich davor, um von Level 3 auf Level 4 zu kommen. Na komm, jetzt will ich aber davor noch nicht abkratzen. Ja toll, jetzt habe ich ihn besiegt. Egal. Ja, das hat echt wehgetan. Auch mir, so schlecht wie ich war. Und jetzt brauche ich noch, wow, 2 Erfahrungspunkte. Toll. Egal, also so kann man doch recht schnell leveln, besonders hier am Anfang auf der Insel. Also wer sich auf sein Abenteuer vorbereiten will, der kann hier mit Waka ein bisschen trainieren. Und dann habt ihr auch so einen Bizeps wie der Typ hier. Also Leute, das war's mit diesem kurzen Tutorial. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein bei Kingdom Hearts. Ciao!